Ich grüße dich ganz recht herzlich. Schön, dass du wieder da bist, dass du heute mit uns dabei bist, wenn wir heute die Organ-Lebensmusik zum Auge mit Otto vorstellen. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du unserer Serie folgst und wir begrüßen jetzt Otto Lichtner. Otto Lichtner aus dem Allgäu ist wieder zugeschaltet. Otto, sei mir ganz recht herzlich gegrüßt. Ja, hallo Andreas, hallo alle zusammen. Wir wollen uns heute mit dem Auge beschäftigen. Das heißt, das ist eine wunderschöne Organ-Lebensmusik, die Otto empfangen hat. Und da gibt es aber einiges Wichtiges vorher noch zu sagen zum Auge. Und da bin ich selber schon gespannt, denn wir haben jetzt gar nicht viel vorab geredet, sondern einfach auf den Aufnahme- oder auf die Aufnahmeknöpfe gedrückt. Und jetzt bin ich gespannt. Otto, fang einfach mal an. Ja, ich war selbst gespannt, weil man sieht es ja, ich trage ja auch eine Brille. Und da war es natürlich für mich ganz spannend. Was macht jetzt die Lebensmusik mit mir? Was macht es, wenn ich mir in die Botschaft eintauche? Und dann, das ist ja auch immer interessant, ich recherchiere kein bisschen vorher, sondern ich lasse mich vollkommen ein auf die Frequenzinformationen, bekomme die Botschaften, die Musik. Und danach fange ich dann an zu recherchieren, was ist es denn eigentlich, was ist denn so der Hintergrund? Und da bin ich dann schon ein bisschen skeptisch geworden, weil es ist ja wirklich so, dass wenn man jetzt so mal schaut, dass man früher unseren Augen, die haben wirklich frische Luft gehabt, man hat Tag und Nacht wirklich gelebt, wir haben lange reizarme Ruhezeiten gehabt, also so wurde dieses Sinnesorgan, hat auch die Möglichkeit gehabt, zur Ruhe zu kommen. Und wenn man jetzt heute schaut, wie es unseren Augen heute geht, es ist eine totale Reizüberflutung. Also wir haben künstliche Lichtquellen, wir haben TV, Computer, Staub, Ozon, trockene Luft von den Heizungen bis hin zur Klimaanlage. Ja, und auch der Stress, also auch psychische Belastungen sorgen dafür, dass unsere Augen, also die haben echt was zu tun. Und dann ist natürlich, dann kann es passieren, dass halt das ein oder andere Auge einfach dann auch ein bisschen nachlässt. Aber ich habe eine gute Nachricht, weil es geht beim Thema Auge. Und wenn wir ganz speziell in die Hörfrequenzen eintauchen, da gehen wir ganz in die Seelenebene des Menschen hinein. Und deswegen sage ich auch gerne, das ist das Tor zur Seele. Ja, und dann ist es natürlich auch noch so, dass wir natürlich heute ganz schnell eine Brille oder Laseroperationen. Also es funktioniert alles sehr schnell heute, wenn wir jetzt ein Thema mit den Augen haben, dann geht man zum Optiker und dann bekommt man einfach eine Brille oder noch andere Dinge. Und es wird gar nicht gefragt, ja, warum ist jemand zum Beispiel kurzsichtig oder warum ist jemand weitsichtig oder warum verkrümmt sich die Hornhaut, sondern man geht wirklich ganz, bei den Augen ist es ganz stark, einfach auf die Symptome ein. Da wollte ich dich gerade mal fragen, Andreas, bist du denn eigentlich kurzsichtig oder weitsichtig? Ich war mal ein bisschen kurzsichtig und jetzt ist es die sogenannte Altersweitsichtigkeit, wie es so schön heißt, die hat anscheinend Überhand genommen und jetzt brauche ich die Brille nur noch, um jetzt hier den Computer oder die Tastatur scharf sehen zu können, aber das ist nur eine ganz, ganz kleine Sehstärke. Ich könnte sie eigentlich auch absetzen, wenn ich jetzt nicht unbedingt alles genau hier erkennen müsste auf den Displays, muss ich das ja im Moment alles sehen, auch bei der Kamera. Das würde ich jetzt ohne Brille nicht alles genau lesen können, aber so kann ich es halt ganz genau sehen. Deswegen habe ich die Brille einfach. Es ist eine Zwei-Stärken-Brille, die jetzt hier für die Nähe ein kleines bisschen mehr hat, damit ich hier wirklich alles sehen kann, auch wenn ich dann lese oder schreibe. Ansonsten, wie gesagt, hat sich das geändert. Das war auch sehr spannend, diesen Prozess zu beobachten, der in relativ kurzer Zeit eigentlich damals abgelaufen ist. Und jetzt bin ich auch mega gespannt, was jetzt dieses Augenvideo, was diese Augenlebensmusik dann noch bei mir bewirken kann. Mhm. Oh ja, da freue ich schon mal drauf. Ich wollte nur mal ganz kurz auf die Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit eingehen, weil viele, die jetzt noch kein Thema mit den Augen haben, die haben die Begriffe schon gehört, aber selbst mir erging das so, manchmal musste ich mich fragen, was bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt kurzsichtig oder weitsichtig? Also wenn man von Kurzsichtigkeit spricht, heißt es, man kann in der Nähe gut sehen. Also man ist wirklich gut in der Nähe, aber wir haben ein Problem in der Ferne. Und dann wird es in der Ferne unscharf. Und wenn man jetzt auf die
psychologische Bedeutung eingehen von Kurzsichtigkeit, heißt es, dass wir dann in der Ferne, also alles, was ganz weit weg in der Zukunft ist, dass wir eher das eher als störend empfinden oder halt vielleicht nicht ganz so gerne so weit schauen wollen. Wenn wir weitsichtig sind, dann ist es genau andersrum. Das heißt, wir können in der Nähe ganz schlecht sehen, aber in der Ferne können wir weit sehen. Und da ist es dann psychologisch betrachtet so, dass wir zum Beispiel in der Gegenwart manche Dinge nicht sehen wollen, also was direkt vor uns ist. Aber ich habe eine gute Nachricht, auch für alle Brillenträger und für alle, die mit den Augen Problemen haben. Wir werden heute speziell uns mehr auch mit dem dritten Auge beschäftigen. Also wenn man jetzt so überlegt, die Gesellschaft, die legt ja einen ganz großen Wert auf das Äußere. Und das ist auch so. Wir schauen die meiste Zeit über unsere Augen und bekommen Informationen, sehen Bilder und fangen dann auch mit unseren Wertungen an und vergleichen und so weiter. Aber wir haben die Möglichkeit, und das ist jetzt auch das, was die Lebensmusik uns schenkt, wir haben die Möglichkeit, jetzt nochmal eine andere Stufe drüber, eine andere Ebene zu betreten, wenn wir uns um das Auge wirklich intensiv beschäftigen, um das, was die Essenz der Augen betrifft. Und da gibt es eben so ein Prinzip, wie soll ich sagen, das ist wie so eine geistige Heilarbeit, die wir machen, welche Sicht wir auf die Dinge in dem Leben haben, wie wir es verändern wollen, wie wir es heilen wollen. Und das ist gleichzeitig auch die Heilwirkung für die Augen. Und deswegen wird es dann ganz spannend. Wir werden es heute mal anders machen. Wir werden heute in die Lebensmusik eintauchen, dass wir mal einfach nur am besten die Augen schließen, wirklich nichts sehen, Augen schließen und nur wahrnehmen, wie die Musik, was die Musik mit einem macht. Und nach der Musik werden wir dann auf die drei Botschaften eingehen, die durch die Musik durchgekommen sind und die, ja, also die wirklich, wirklich, wirklich spannend und interessant sind. Da bin ich auch mal drauf gespannt. Otto hat mir zwar die Daten geschickt, aber ich habe es noch nicht geschafft, sie anzugucken. Ist in diesem Falle auch ganz gut so, weil dann ist es für mich genauso, wie dass ich das allererste Mal höre und dann sehe. Ja, dann, wie Otto schon sagte, setz dich entspannt hin, vielleicht schließt du deine Augen und wir hören uns jetzt mal diese wunderschöne Organ-Lebensmusik für unsere Augen an.
Wow, Otto, ja, die ist ja wirklich. Oh, oh, wunderschön. Jetzt wollen wir gucken, was das mit uns macht. Diese Organlebensmusik mit unserem Auge oder mit unseren Augen. Und wie du am Anfang ja schon so schön gesagt hast, es geht hier tatsächlich nicht nur um die beiden Guckaugen, sondern auch um das dritte Auge. Ja, genau. Also ich sage immer gerne auch das Tor zur Seele. Und ich möchte auch noch mal auf die Lebensmusik noch kurz was sagen, weil es ist ja so, dass es sind Frequenzinformationen. Selbst das, was wir heute im Interview besprechen oder auch die Botschaften, es ist nur so ein kleiner Bruchteil von Informationen, die über die Lebensmusik durch uns fließt, auf die Körper- und Zellebene kommt und dadurch auch dann diese Veränderungen bewirkt. Deswegen empfehle ich auch immer gerne, mindestens 28 Tage eine Lebensmusik anzuhören, weil einfach diese Menge an Informationen dann auch wirklich hier bei uns ankommen kann. Tja, und wenn wir jetzt bei Informationen sind, freue ich mich jetzt auf die erste Botschaft und kann die dann auch mit der Musik so ein bisschen verknüpfen, sodass man auch das nachempfinden kann, was ist denn so im ersten Teil der Musik wirklich passiert. Botschaft 1. Die Augen sind das Tor zu deiner Seele. Und wenn du zuerst einmal nach innen schaust, wirst du dein lebensfreudiges und kreatives Potenzial erkennen und wahrnehmen. Und diese Botschaft, die trägt so wirklich im also fast zwei Drittel der Musik. Das heißt, es gibt eine Stelle, da geht es immer mehr nach innen. Es geht immer mehr nach innen. Also das merkt man auch in den Läufen. Es gibt eine Stelle, wo dieses kreative Potenzial wirklich erkannt wird. Also es ist mal kurz ein bisschen holprig, aber das ist genau richtig so, weil es genau in dem Moment, wir an diesem innersten Punkt angekommen sind, den können wir auch durch tiefe Meditation erreichen, um dann zu erkennen, welch gigantische Potenzial in jedem von uns steckt. Und wenn du wirklich intensiv da reingehst, dann wirst du dein Potenzial wirklich spüren und wahrnehmen. Das ist ein freudiger Moment, der ging mir selbst so. Ich habe fast schon Schwierigkeiten gehabt beim Spielen, dann noch weiter zu spielen, weil das einfach, ich hätte da noch viel weitermachen wollen. Aber es war auch gut so, weil es kommt dann die nächste Stufe, die nächste Botschaft. Und da geht es darum, dann wieder die Augen zu öffnen und nach außen zu schauen. Die zweite Botschaft lautet nämlich: Mit dieser Klarsicht kannst du nach außen blicken und bei allem, was du siehst, neue Eigenschaften entdecken, die dir bisher verborgen waren. Ja, und dann wird's echt interessant. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal probieren dürfen. Nach der Musik rausgehen, sich mit Menschen treffen. Es kann aber auch Natur sein, egal was. Es geht ja auch darum, ich sage gerade nochmal hier, bei allem, was du siehst, neue Eigenschaften entdecken. Und das ist wirklich spannend. Das heißt also auch Menschen, die man wirklich kennt, so die eigene Familie, die sieht man in einem anderen Licht. Also es ist total spannend. Allein mit dieser Botschaft öffnet sich bei dem anderen etwas und man kommt vielleicht ins Gespräch darüber. Und wie gesagt, es kann auch mit der Natur, es kann mit Tieren sein, es kann mit allem stattfinden. Ja, und die dritte Botschaft, da würdest du wahrscheinlich, Andreas, sagen, das ist noch ein Zückerle obendrauf. Das ist so die Botschaft, die jetzt ganz zum Schluss noch in der Musik auftaucht. Wir haben jetzt im Interview die Musik ein bisschen abgeblendet, sonst wird es zu lange. Aber ich komme jetzt nochmal auf die dritte Botschaft zu sprechen. Die heißt: Verbinde dies mit deiner Herzensenergie. Und du hast wahrlich wundervolle Aussichten.
Das ist ja genial. Also wirklich diese beiden Botschaften, nach innen schauen, dann nach außen Merkmale, Eigenschaften entdecken und das mit der Herzensenergie verbinden. Tja, dann dürfen wir wirklich mit unseren Augen in die Zukunft schauen. Und ich bin schon sehr gespannt, was es mit mir macht, weil ich jetzt angefangen habe, morgens zum Beispiel meine Brille gar nicht aufzuziehen. Also ich bin wirklich am Testen, was macht es mit mir? Hör die Musik an und schaue, was passiert alles. Und es ist schon wundervoll, weil morgens war es normalerweise der erste Griff, Zähne putzen, Brille auf. Ist jetzt komplett anders und interessanterweise sehe ich sehr gut. Irgendwann kommt dann so ein Punkt, da verändert sich's dann nochmal. Aber ich denke, das kann jetzt selbst jeder ausprobieren. Das war auch interessant. Ich hatte mich damals einfach dazu entschieden, ich will keine Brille mehr, als ich noch kurzsichtig war und habe die Schilder ja an der Autobahn nicht so erkennen können. Und diese Entscheidung, nein, ich will die nicht mehr, und dann habe ich sie tatsächlich abgesetzt und dann dauerte es nicht lange und es funktionierte. Das war auch sehr interessant zu beobachten. Gut, es war jetzt keine sehr starke Kurzsichtigkeit, da konnte ich das machen, ohne irgendwelche Gefahren einzugehen. Aber es hat sich verbessert. Das finde ich auch interessant zu beobachten, weil das, was wir jetzt machen, ist ja letztendlich auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich, das, was du gerade erzählt hast, das, was die Botschaften uns rübergegeben haben und das, was die Musik mit uns macht, diesen Weg zu gehen. Und damit kann das geschehen. Und das ist so toll, dass gerade das, was jetzt gekommen ist durch diese Botschaften, das finde ich so spannend, dass es mit dem, was gerade so aktuell in unserem System ist, ich weiß das ja durch die anderen Videos, die ich gerade jetzt dieser Tage mache, wo es genau darum geht, erst nach innen, dann nach außen und dann mit dem Herz zusammen. Das ist genau der Weg in die neue Welt, wie es so schön heißt, aber in die positive, lichtvolle neue Welt. Ja, genau. Und da freue ich mich natürlich auch über alle, die jetzt keine Brille haben, die jetzt wirklich sagen, mich interessiert das Thema Auge, mich interessiert es, was du jetzt auch gesagt hast, wie kann eine neue Welt aussehen. Also wir sprechen auch ganz viel in unserem Wortschatz von Sehen. Das heißt also, es ist wirklich so. Und interessant ist, nein, komm, das sage ich dir gleich, weil jetzt fällt mir gerade ein, dass du mich wahrscheinlich nachher fragen wirst, ob ich noch eine Botschaft zum Schluss habe. Die hebe ich mir jetzt noch auf. Ah, du hast noch eine, das finde ich ja gut, das ist ja genial. Ja, genau. Das finde ich ja prima. Genau. Ja, genau. Also wenn das jetzt wirklich, wer wirklich tiefer eintauchen möchte und auch dieses Programm mit den 28 Tagen machen möchte, der kann auch die Lebensmusik als CD oder als Download bekommen und auch immer in der höchsten Qualität. Das heißt, es geht auch beim Download in die Wave-Datei. Das heißt, diese Informationen sind also wirklich ohne Komprimierung ganz voll in ihrer gesamten Qualität, sodass auch natürlich das innere Potenzial da berührt werden kann. Ja. Siehst du, genau das war mir gerade entfallen, das wollte ich nämlich sagen. Und es ist schön, dass du das jetzt gesagt hast, da kann ich das nämlich dann neben dir einblenden, sodass du dir auch das Cover angucken kannst. Ja, Otto, hab ganz herzlichen Dank, dass du das jetzt alles für uns gemacht hast. Und jetzt kommt meine berühmte Frage, du hast es schon gesagt, hast du denn abschließend noch eine Augenbotschaft für uns? Genau, und deswegen nehme ich mal meine Brille nochmal ab. Deswegen habe ich vorhin kurz gezögert, weil ich gedacht habe, nein, dann fragt er mich nachher wieder, dann habe ich was. Genau, und jetzt habe ich was. Interessant ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir drei Augen haben und mit allem in dieser Kombination mit dem inneren Auge, mit dem dritten Auge, mit unseren beiden Augen, und wenn wir in dieser Kombination sehen, dann können wir auch mit unserem gesamten Sinnesorgan des Auges wirklich Frieden schließen und dann darf sich alles entwickeln zum deinem besten Wohle. Genau, denn alles ist möglich. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das mal uns verinnerlichen. Ja, alles ist möglich. Wie oft ich das in letzter Zeit schon gedacht bzw. auch mal ausgesprochen habe, wenn ich wieder was Neues erfahren habe, wo ich echt gestaunt habe. Ja, aber wenn man sich dafür öffnet, tja, alles ist möglich und dann macht einem das auch nichts mehr. Es triggert einen nur noch wenig an, wenn man irgendwelche neuen Sachen erfährt.
Geht dir das auch so? Habe ich mir gedacht. Ist interessant, ne? Ja. Schön. Schön, dass du bei uns warst. Und dass wir das jetzt gemeinsam so haben schön angucken können. Hab ganz herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Und danke nochmal für deine Spende, die du mir hast zukommen lassen, die mir hilft, diese Videos weiterhin machen zu können, damit wir alle in unserer Entwicklung voranschreiten können. Ganz, ganz wichtig. Ja, und der Otto aus dem Süden, ich hier aus dem Norden, wir senden dir jetzt wieder über unser langes Band und über das gesamte Netzwerk ganz von Herzen alles Liebe.